Mit 1000 Euro können Sie es sich mal wieder so richtig gut gehen lassen. Das Geld bekommen Sie, wenn Sie unser geheimnisvolles Bild erraten. Und mein Tipp ist, Sie sehen es meistens im Büro. Gorbitz ist ein typischer Stadtteil von Dresden. Viele schöne Ecken, viele sehr, sehr schlimme. Jeder Fünfte ist arbeitslos und vor allem in den Plattenbausiedlungen macht sich kaum jemand Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Kai Hümmer hat sich einen Tag lang in Dresden-Gorbitz umgesehen. Wenn Schauspieler keinen Job finden, dann halten sich viele mit Kellnern oder Taxifahren über Wasser. Auch Till Krämer hat sich von einem Casting zum nächsten gehangelt, ohne Erfolg. Er will aber um jeden Preis vor der Kamera stehen. Deswegen ist der gelernte Schauspieler jetzt eben Pornodarsteller geworden.